Hallo liebe Leute! Es wird Zeit, dass wir im Part 166 dort weitermachen, wo wir im Part vorher, im Part 165, aufgehört haben, nämlich die Kinder in Pascals Dorf glücklich zu machen. Da müssen wir jetzt halt unter anderem hier nicht die Leiter runtergehen, sondern hier mit dem Händler einmal sprechen. Der möchte uns... Ja, wir haben die Materialien gefunden. Und was gibt's? 5 Minuten später, okay. Habe ich für die Region dort montiert, wo sie immer spielen. Ja, das ging ja schnell. Übrigens haben die Kinder gesagt, dass sie dir persönlich danken möchten. Sie sind ganz oben im Dorf und spielen an der Rutsche. Sie werden sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Ach so, da ist das Kind gekommen. Hier gibt's eine Rutsche. Oh, vielleicht sollte ich die Rutsche nicht vielleicht... Vielleicht sollte ich die Rutsche... Ah. Vielleicht sollte ich die Rutsche auch von oben rutschen, nicht von unten hochgehen. Ah, jetzt ist wieder die Musik da. Okay. Nee, da kann man nicht rein. Da muss ich mal vielleicht mit 9S vorbeischauen, dass es sich wieder eingesperrt hat. Das ist eine neue Info. So, und die Kinderlein. Was habt ihr denn? Hey, da kommt die große Schwester. Große Schwester, große Schwester. Yay, danke, dass du für uns das gebaut hast, große Schwester. Ja, danke, vielen Dank. Schon gut? Hey, große Schwester. Ne? Was denn jetzt? Wir wollen dir nur etwas geben, weil du uns geholfen hast. Hä? Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Ja, nicht so viel, aber... Naja, das ist lieb von den Kindern. Oh, die sind süß. Oh. Warum kommst du von oben, Pascal? Gut, dass sich ganz zwei auch erschreckt. Nur zeigt sie das nicht gerade sehr. Wie ich hörte, hast du für etwas und ich wollte dir persönlich dafür danken. Ach, ist schon in Ordnung. Aber nicht zu viel, ja. Und? A group of pacifist machines, huh? Oh. Hypothesis. Forming a harmonious relationship with Pascal and the villagers may help Unit A2 to obtain more materials. Proposal. Investigate the village. Ah, A2 denkt da wirklich darüber nach, was ist jetzt eigentlich in der Kiste hier. Ah, ne, mit einer Erholung. Rutschen wir mal die Rutsche. Vielleicht soll sie mich auch bewegen. So. Schön, dass man hängen bleibt, wenn man den Controller einfach nur gerade hält. So, gut, dann schauen wir mal weiter. Wir haben ja hier noch Pascal mit seiner... Oh, was war? Speicherchip-Aufgabe müsste es gewesen sein. Ja, Speicherchip-Aufgabe. Ich kann dir nicht genug danken. Dies ist dürftig verglichen mit dem, was du getan hast, aber bitte nimm es. Ja, Meteorit, Mol, David könnte man gebrauchen. Und... Ja, ein bisschen Geld. Offen gestanden hätten wir anstelle der Reparatur auch einfach nur den Kern des Kindes in einen anderen Körper montieren können. Können wir uns nämlich beliebig oft zu neuem Leben erwecken. Allerdings geht das immer nur auf Kosten der Erinnerungen. In gewisser Weise wäre es also nicht mehr dasselbe Kind. Da hat er recht. Vielen Dank. So, kommt jetzt noch was Abschließendes vom Pott? Natürlich nicht. Das lässt ihn an der Stelle etwas kalt. Ja, Outdoor-Maschine. Ich respektiere Pascal sehr, weißt du? Er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ein Dorf für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich bin. Oh, das ist ja auch süß von ihm. Oh. Gebe ihm zu danken irgendwas. Ja, das will ich mal... Den Hinweis werde ich befolgen. Kein Hinweis, ich möchte Pascal nur zeigen, wie sehr ich ihn schätze.
Dann küss ihn doch. Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Im Widerstandslager soll so etwas bekommen zu sein. Na gut. Er ist sowieso eingefallen, das wäre. Ah, das ist wunderbar. Offenbar besitzt jemand namens Anemone eine große Sammlung solcher Bücher. Ihr braucht also nur eins zu stehlen. Ja, nein. Ich glaube, es gibt da bessere Möglichkeiten. Wenn es Anemone ist, sie ist ja unsere liebe Freundin, die können wir einfach direkt fragen, bevor wir jetzt halt einfach Bücher stehlen. So. Und dann war es ja eigentlich auch schon fast. Gut, wir haben noch die kleine Gesangsstunde vom Kind in Pascalsdorf. Und sonst auch nichts. Von daher, Shop können wir nicht. Dann können wir auch langsam zurück. Wobei, ich würde noch einen kurzen Umweg über den Vergnügungspark machen, ausnahmsweise. Weil ihr wisst doch ganz bestimmt, dass ich öfters die kleine, die goldene Robotermaschine ja inspiziert habe im Vergnügungspark und immer gesagt habe, dass ich wie kann ich hier. Puh, aber. Also die sind ganz schön teuer, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen von denen. Deswegen lassen wir es gerne. Aber wir können hier weiter nur Meteoritensplitter kaufen. Auf jeden Fall zur goldenen Maschine. Ich habe ja schon mehrfach angekündigt oder mir vorgenommen, dass ich mal im Internet nachschaue, wie man die verwenden kann. Oder gegen die, wie man die kämpfen kann. Und es stellt sich heraus, dass ich sie nicht irgendwie auf eine komplizierte Art und Weise hacken muss. Sondern ich muss einfach nur wie ein Depp drauf haben. Also wie ein dummer Depp und da A2 zwar jetzt nicht gerade dumm ist, aber stärker draufhauen kann als ich in echtem Leben, möchte ich das an der Stelle gerne mal probieren, ob das wirklich funktioniert. Und bevor wir hier weitermachen, Plug-in-Chips mal kurz überprüfen. Okay, das ist der aggressive, glaube ich, mit dem Ding. Naja, hier Sport hebt Angriff, genau. Und dann würde ich hier noch kurz abspeichern. Weil angeblich soll er relativ stark sein. Von daher bin ich mal gespannt, was draus wird. Wenn ich das schaffen könnte. Hopp, hopp, hopp. So. Dich erledigen wir auch. Oh, okay, du machst uns nichts. So, dann schauen wir mal. Angeblich kann man dich auch noch provozieren. Ach, falsche Taste. Gonna show me a good time. Tatsache, er dampft zumindest. So, dann schauen wir mal. Pole Dancing. Hopp. Aber ich wechsle, glaube ich. Das ist, glaube ich, schneller. Also ihr seht schon an dem Dampf, er wird provoziert. Aber ich weiß jetzt an der Stelle nicht, ob das reicht, was ich hier mache. Vielleicht sollte ich hier vielleicht noch mit dem Pot was machen. So, schauen wir mal. Na. So. No. Okay, das wurde nett. Ja, also explodiert tut das schon mal. Zumindest mit der Combo. Dann sollte ich vielleicht, wenn ich den Pot auch verwende, vielleicht auch direkt auf dem zielen. Gott, nein, A2. Greif bitte die Maschine an, weil ich möchte gerne wissen, was es mit der auf sich hat. Ob das wirklich nur reicht, wenn ich hier einfach wie ein Idiot draufhauen müssen. Ah, Tatsache, Tatsache, ui. You little. Proposal. Defeat the giant machine life form. Okay, aber er verwendet nur den Ding. Seine Trompete?
Der ist Level 80. Oh je, der verwendet nicht nur seine Trompete. Okay, gut zu wissen. So, dann. Wie? So. Hui, okay, ein Hit. Das. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Na, sonst. Ja, gut, so viel haben wir jetzt in dem Part nicht gemacht, aber. Jetzt weiß ich zumindest, dass man den aufwecken kann. Jetzt ist nur die Frage, lohnt sich das überhaupt? Hm. Ich meine, wobei, der hatte ja Mann. Oh, also ich glaube nicht, dass es sich mit A2 lohnt. Weil mir ist aufgefallen, also ihr könnt da auch gerne kurz zurückspulen, der Lebensbalken von dem Viech. Ihr habt ja gesehen, als der Kampf begonnen hat, der war ein bisschen abgezogen. Na, oh, Mahlzeit, Entschuldigung. Ich schluck auf jetzt noch. Keine gute Kombi. Auf jeden Fall, dieser Balken, den wir da abgezogen haben. Ich habe schon fast die Befürchtung, dass es, so viel war, wie wir ihn gerade abgezogen haben. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann wird der Kampf garantiert länger als ein Part dauern. Von daher lasse ich ihn gerne in Ruhe. Jetzt muss ich hier ein bisschen spoilern. Angeblich kann man den mit 9S und Hacking sehr leicht besiegen. Also ich weiß, dass... Also wir haben ja gesehen, dass 9S Hackings-Explosionen ja prozentualen Schaden macht. Ich glaube bei Bossgegnern 25% circa. Das heißt, wenn wir es schaffen sollten, ihn 4-5 Mal zu hacken, dann können wir auch gewinnen. Und das möchte ich dann an der Stelle gerne ausprobieren. Okay, der ist übernommen. So... Also ich würde gerne mit der... Eigentlich mit der Frostwaffe kämpfen, aber... Die Maschine mag mich nicht. Okay. Na gut, ich habe auch aktuell Heap nicht ausgerüstet, von daher... Funktioniert das gerade nicht so schön, wie es soll, aber naja. Mit ein paar Raketen und ein bisschen Abstand fliegen die weit genug. So. Was als nächstes? Machen wir uns auf den Weg in die... In das Widerstandslager, sprechen mit unserer Freundin Anemone, oder Seeanemone, wie ich sie nenne, und hoffen mal, dass sie uns einfach so mal ein Buch gibt über Philosophie. Du solltest uns am besten heilen. Du kleine Maschine auch. Die haben nicht genügend Leben, um mich zu heilen, selbst mit den. Gonna show me a good time. Nope. So, du noch. Jetzt bin ich an der Stelle theoretisch voll geheilt. Würde der nicht anfangen, hier die Explosionsteile rumzuschicken. So, aber das war ein schöner Kombo-Abschluss. Schön weit ausgeholt und dann bang, alles kaputt gemacht. Und wenn wir schon mal dabei sind... Ich brauche mich ja gar nicht mit Angriffen zu heilen. Ich brauche einfach nur das hier ausrüsten. Und 2 Sekunden zu warten. Oder 3, 4, vielleicht 5. Ich glaube, da standen 5. Und schwupp. Tada, schon sind wir aufgeheilt. So. Okay, Anemone, Anemone. Sehr Anemone. Hast du ein Buch auf Bücher für uns? Tja. Eins zu Ende gelesen. Aha. Wenn du willst, kannst du es gerne haben. Na, danke. Kannst du ihm dieses Golderz auch geben? Er hat schon lange drum gebeten. In Ordnung, kann ich machen. So. Penses. Findest du nicht auch, wie viel wir wirklich über den Feind wissen? Ah, das ist eine gute Frage. Aber
Ich glaube, er wird sich nur darüber freuen und wir dürfen wohl weitere Botengänge machen. Also ich habe jetzt noch nichts gedrückt, ich bin jetzt einfach nur ein bisschen gelaufen. Ich wollte jetzt hier eigentlich den Part beenden, aber ich bin mir nicht sicher, was jetzt läuft und... Der liest Nietzsche, okay. Das ist süß. Wir können den ja bewegen. Uiui, okay. Aber wie der sich steuern lässt, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich wusste jetzt halt nicht, dass wir den jetzt halt noch bewegen können selber. Aber bevor wir jetzt halt weiter über Nietzsche denken, würde ich sagen, falls euch der Part gefallen hat, gerne Like, Kommentar oder ähnliches da lassen. Ihr kennt es ja. Und damit auf Wiedersehen. Ciao.